Was habe ich da gefunden? Ein Beweisstück von jemandem. Geil. Das Klappspaten, da haben Sonder oder welche, die im Wald mal ihr Geschäft machen müssen. Kaputt. Ja, die hat mit Absicht hier liegen lassen. Wer war das? Der nächste Spaten, aber diesmal Wehrmacht. Kompletter Wehrmachtsspaten. Noch mit Holz dran. So ein richtig cooler Fund. Habe ich so in dem Zustand noch nie gefunden. Also das ist wirklich ein Relikt. Den nehme ich mit. Ich habe auch einen zu Hause. Den habe ich mal am Straßenrand gefunden. Hatte mal jemand weggeworfen. Der ist noch in einem sehr guten Zustand. Der hier leider nicht mehr, aber den werde ich noch entrosten. In so schlechten Zustand ist er nämlich gar nicht mehr. Gar nicht. Aber da kommt schon noch was raus. Ist noch recht stabil. Den packe ich mir gleich in den Rucksack. Sehr schöner Fund, da freue ich mich. So noch nie gefunden in diesem guten Zustand. Wunderbar. Eindeutig von der Wehrmacht. Der Grund, warum ich jetzt die Kamera wieder aktiviert habe, den möchte ich euch zeigen. Ich habe nämlich den Spaten gerade ein bisschen sauber gebürstet und der ist noch echt richtig gut. Also der ist noch richtig dick und stabil. Und hier sieht man, was für eine Variante das ist. Hier ist wie so ein was drum aus Metall. Und hier haben wir Holz und hier vorne ist Metall und hier hinten ist Metall. Da kann man das noch richtig gut erkennen und das originale Holz. Vielleicht kann ich das auch erhalten. Und hier kann man ganz deutlich erkennen, dass da noch irgendwie was dran ist. Vielleicht war der noch in der Hülle drin, die ist aber vergammelt. Sieht man überall noch so Spuren davon. Diese Mücken, die gehen mir schon wieder in die Augen rein. Hier, diesen dicken Rostbubbel, den können wir mal entfernen. Hier kann man es auch noch sehr schön sehen, dass da noch wie Leder oder so dran ist von der Hülle, wo der mal drin war. Sehr schöner Fund, freut mich. So, wird langsam dunkel. Das ist aber ein bisschen dunkel. Hast du nicht mehr Licht? Ja, so. Und ich habe, glaube ich, eine Panzerkette gefunden. So groß ist das ganze Stück. Könnte ein Glied von einer Panzerkette sein. Bin mir da nicht sicher. Wäre das erste Mal, dass ich sowas finde, aber ich denke, es ist eine. Wenn ihr wisst, ob es eins ist, also ein Glied von der Panzerkette, und wenn ihr auch noch wisst, zu welchem Panzer, dann wäre es sehr nett, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könnt. Da steht irgendwas drauf. 200A oder so. Kann nicht hier noch lesen. Das ist, ja, 200A. Die Mücken fressen uns gerade auf. Alex hat auch irgendwas gefunden. Ja, hier im Kömpel drin, die Stiffe, was ich da gefunden habe, neben verschiedenen nicht gereinigten Münzen, die ich hier noch in meinem Kömpel habe, die ich also, die ist ja bekannt, die finden wir immer mal. Ja, was ich hier gefunden habe, das ist hier eigentlich ein interessanter Fund, aber da erkennt man später drauf. Mehr habe ich dazu auch nicht gefunden. Das gehört zu einer kleinen Ohrenspange, würde ich sagen. Gab es damals. Zeig ich mal. War mit Stoff umspannt und hatte dann meistens so einen kleinen Miniatur-Reichsadler drauf gehabt. Ja, und auch da könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Ich habe so was Ähnliches, könnte ich dir sogar zeigen als Bild. Ich habe es von meiner Oma und Onkel. Mit Stoff verspannt. So, das war die Interimsspange, die war hier oben dran gewesen. Die gab es auch in breiter. Und dann hattest du da verschiedene Sachen, Kampfabzeichen, die du gekriegt hast, sag mal so. Ja, das kann schon sein, dass es so was war. Ich würde auch meinen, dass hier hinten noch Stoff zu sehen ist. Dass das hier vielleicht Stoff sein könnte, aber auch nicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist da ja sogar ein Stempel drin. Kannst du ja mal sauber machen zu Hause. Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir was im Internet darüber finden.
Ja, der wurde standardmäßig genommen. Das war so eine Unterlage, das war ein Unterteil, sozusagen, davon. Inzwischen ist es dunkel, kamen einige Riesenobjekte, unter anderem dieser große Rückspiegel. Den nehme ich auch mit. Vielleicht ist es ja von einem alten Fahrzeug aus dem Krieg. Und hier habe ich ein Signal. Und zwar kann man es da sehen. Ja, ja, das ist doch noch größer, glaube ich. Aha. Wie so ein Haken, wie so ein... Vielleicht ein Flaschenöffner? Da ist... Ah, es ist schon ab. Da ist es. Es ist eine alte Schnalle. Schön. Mit Dorn? Ja. Ich werde sie mal ein bisschen bürsten. So ein Hufeisen habe ich noch hier. Oh, das ist ein riesengroßes orthopädisches Hufeisen. Kick an. Wieso orthopädisch? Na, weil die normalen Hufeisen, die waren verschlossen. Ja, das war irgendwie mal eine Lenkrolle, wo ein Riemen drüber lief. Das könnte was wie eine Mario-Matik gewesen sein, vom Roller oder irgendwas. Nein, ich glaube eher, das war ein Deckel. Aha. Von der Thermoskanne. Mensch. Dass ich das noch erlebe, dass du hier noch eine Schnalle findest. Ansonsten können wir hier eine sehr schöne Verzierung erkennen und wird ein älteres Exemplar sein. Vielleicht haben wir hier so einen extremen Schnallenexperten, der sich damit auskennt. Wird es sehr verlockend, das jetzt hier wegzubrechen. Ja, machen wir aber nicht. Mach ich natürlich nicht. Da wird die wachsen, schön gebürstet. Wenn die Kamera aus ist, mach ich das. Ja, da machst du noch ganz andere Sachen, wenn die Kamera aus ist. Nee, mach ich nicht. Doch. So, wir sonnen gerade schön im Wald. Ja. Der Detektor piept und knallt. Ich schaue hier rein und sehe da was Goldenes. Was Goldenes kommt da. Ja. Aber was ist das? Das seht ihr in der nächsten Folge. Ach. Das ist so eine Brosche, wo mal ein Bild drin war. Ja. Leider kann man das nicht mehr erkennen. Wer das da war? Werde ich einfach eintüten. Ich habe nämlich schon mal so was gefunden. Dann habe ich das ewig einfach eingetütet gelassen. Und irgendwann war das wieder zu sehen. Das Gesicht. Das habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Oh, jetzt ist hinten die Nadel zerbrochen. Ich habe Janisch gemacht. Was ist das bloß für ein fragiles Ding? Ich pack's lieber schnell ein in mein Coinpad. Ich laufe hier so lang und da habe ich quasi einen Sichtfund gemacht. Könnt ihr das sehen? Ein Knopf. Ein Wehrmachtsknopf, der da einfach so liegt. Den werde ich mal kurz hier nehmen. Ja, Alex schreit hier in der Dunkelheit durch den Wald und hat mich gerufen wegen diesem Fund. Ein Essgeschirr. Wer macht's grau? Da hat man Wehrmachtssoldat, müsst ihr euch vorstellen, mal sein Essen von gegessen. Da wurde ja rausgegessen. Die Suppe. Das sieht alt aus. Das könnte sogar noch aus dem Ersten Weltkrieg sein. Und das hat er da mitgenommen hat noch. Ich habe hier unten noch ein Signal. Ist irgendwas hart noch drin, das zeigt aber jetzt hier nicht so. Lass mich mal fühlen. Na. Ja, ist, ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Liegt das so was gefaked wieder? Nein, ich fake doch nie was, wisst ihr doch. Ja, dann buddelt das doch mal aus, ja, mit dem Spaten. Ich trau mich das immer nicht, weil ich will nicht, dass es kaputt geht. Das ist ja hier noch. Und wo war das Wehrmachtsding? Welche, was das Geschirr? Das war hier drin, das lag in diesem Mini-Loch. Ach so. Nein, das lag hier so Oberfläche drauf. Aber jetzt noch irgendwas unten drin. Hier ist ja noch ein Signal, warte mal. Ja, aber du musst doch mal mit dem Spaten raushacken. Ja, also ich will aber auch die Funde nicht kaputt machen. Aber ich sehe ja durchaus auch Vitriniere, wenn die Funde gut sind. Stell dir mal vor, ich sage, hack hier irgendwelche Abzeichen. Das passiert nur anderen, habe ich schon gesehen. Was fummelst du da jetzt ewig rum? Ja, weil ich gucke, was hier drin ist. Ein Nagel ist da drin. Ja, wahrscheinlich noch ein Schuhnagel oder irgendwas. Hast du denn schon mal rüber geschwenkt? Nee, habe ich nicht, aber ich wollte das Signal ja hier mit der Hand. Weil ich habe, das ist eine Wurzel irgendwie. Ja, ist schon mal ein ganz toller Leitwert. Ein ganz toller Leitwert ist das mal wieder, den der Alexander da geholt hat. Ja, wir kürzen das Ganze mal ab. Der geht nachher ganz schnell. Wie wäre, wenn ich das mal mit meinem Pinpointer mache? Herzlichen Glückwunsch. Hier. Das kannst du behalten. Fundtasche. Ja, ich brauch das nicht, das kannst du mit dem. Das ist dein Fund, gratuliere dir dafür. Bitte konservieren und in die Vitrine. Ja,
das verlose ich. Nee, das werde ich hier an irgendeinen YouTuber per Post verschicken. Mach das. Genau. Im Brief. Richtig. So, zumachen hier wieder. Ja. Ich will euch mal den Sound hier zeigen, wie sich das anhört, wenn man durch dieses extreme Laub läuft. Aus, ich raste aus. Was ist das? Ach du Scheiße, Junge. Eine Nahkampfspange ist das. Nein. Das ist eine Nahkampfspange. Mann, so nick. Meine erste. Mit Spange dran. Meine allererste Nahkampfspange. Die erste, wo ich dabei war, hat Silvan gefunden. Gib dir mal eine Bürste. Ich weiß ja nicht, wie mir geschieht gerade. Los ist Video. Was ist denn in letzter Zeit los? Sonic, ich bin traurig. Warum hast du denn sowas gefunden? Mann, ich weiß es nicht, aber der Zustand scheint nicht mehr so gut zu sein. Ja, warum ich sowas nie gefunden? Das ist eine Zinker. Die ist so schön. Guck dir mal, wie schön die ist. Pass auf, dass sie nicht zerbricht. Nein, ich mache ja nicht Kraft. Die ist auch schwer. Ist das krass. Ich glaube es nicht. Sonic und ich wollte auch gerne mal was Schönes finden. Du hast mich hierher geführt. Was für Ja, das geschieht dir recht. Zum Kotzen, wa? Zum Kotzen, wa? Wenn man so eine Nahkampfspange findet, wa? Ist eine Fliege in den Hals geflogen. Zum Kotzen, wenn man so eine Nahkampfspange findet. Sonic, das geschieht dir recht. Schön mit Nadeln und dran. Oh mein Gott. Mir ist gerade eine Fliege, eine Mücke in den Hals drin. Ja, Sonic, hätte ich auch gerne gefunden, wa? Mann, das lobe ich dir jetzt. Zeig mal her, ich will mir die mal anschauen jetzt. Guck mal, wie schön ist die? Ey, ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es einfach nicht glauben. Die brauchst du bloß noch einlaminieren, dann kannst du sie einwachsen und dann kannst du sie wegpacken. Hier unten, da machst du mit der Nadel jetzt weg. Jetzt darf ich die mal sehen. Kann ich die auch jetzt mal bitte sehen? Ja, das ist eine Nahkampfspange aus Eisen. Aber das Hakenkreuz kann man hier unten aus Geschichte. Nee, das ist Zink. Erkennen. Das ist Zink, Alex. Vorsicht, die kann brechen, weil das Zink ist. Ach, die wird gleich richtig Gold, wird die. Unglaublich. Hey Alex, mein Freund. Also pass auf, wir müssen halt morgen ein kleines bisschen verschieben. Also um 10 ist zu früh. Aber ich schätze mal, so zwischen 11 und 12 wird dann der Fall sein, ne? Alles klar, Alex. Dann bis morgen. Ich freue mich schon. Also ja, alles klar. Ich freue mich auch schon auf dich, Preußensondler. Aber was ich dir erzählen wollte, ich bin gerade mit Sonic Sonnen und gleich hörst du, wie ich ihm mit der Hand ins Gesicht haue, weil der hat nämlich eine Nahkampfspange gefunden. Da ist was abgebrochen, ey. Guck mal da nicht. Und das ist frisch. Das war ich aber nicht. Nee, das muss ich gewesen sein. Ja. Wir zeigen das natürlich hier nur aus geschichtlichen Gründen wieder. Sehr selten. Wirklich sehr selten, wie ich finde. Also meine allererste in 8 Jahren oder so Sonnen. Ich glaube, ich sonne jetzt seit 8 Jahren. 7, 8, 9 Jahre irgendwie so. Hast du den Zuschauer eigentlich schon mal erzählt, wie du zum Sonnen gekommen bist? Wie denn? Das musst du doch wissen. Das weiß ich doch nicht mehr. Gut. Ja, ich werde hier weitersuchen. Vielleicht liegt hier noch was. Hier irgendwas ganz tiefes. Was ganz großes. Und. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnte so eine Art Kiste sein oder. An der Seite geht es weiter. Da auch. Könnte auch nur ein verbogenes großes Blechobjekt sein. Wir müssen das ausgraben. Aber. Da muss ich auf Alex warten. Wir brauchen die große Schippe dafür. Und der ist irgendwo ganz weit weg. Hat sich ein bisschen abgeseilt. Hat den Fund nicht verkraftet, dass ich die Nahkampfspange gefunden habe. Er ist jetzt ganz weit weg und sondelt für sich allein. Na, mal sehen. Ich sondel jetzt erstmal nebendran hier weiter, bis Alex wieder auftaucht. Und dann graben wir dieses große Signal aus. Mal sehen, was das ist. Das sieht wirklich interessant aus. So, der Alex ist da, wir werden jetzt die Kiste ausgraben mit einem großen Spaten. Ja, leuchten. Ja, hat noch ein Fund gemacht. Du. Ein BMW-Zeichen. Das ist ja vom Bayerischen Motorwagen. Das ist alt. Das ist neuzeitliches. Der wird nämlich angeklebt. Ach so.
Ich habe letztens, wo wir, also wo ich mein Verwundetenabzeichen gefunden habe, vorher auch ein BMW-Schild gefunden. Ich glaube, das habe ich vergessen zu filmen. Aha. Aber ein dickeres, größeres. Ich fand eben gerade, ich habe ein altes Schlüsselloch gefunden. Oh, ein Beschlag. Ein Beschlag, ja. Das war also wahrscheinlich hier auch in die Richtung nochmal gewesen. Ist abgebrochen. War wohl mal angeschraubt, wie es aussieht hinten. Ich guck mal die Bürste nochmal raus. Hast du die jetzt näher dran, deine Bürste? Oh, da ist ja ein Löwenkopf drin. Der Beschlag. Der Beschlag ist, ich dachte, der ist nur so dran. Den wäre ein ziemlich einfacher Beschlag, aber ich habe ihn gar nicht umgedreht. Da ist ein Löwenkopf dran. Schenke ich dir, kannst du haben, kannst du dir an die Tür nageln. Was? Warum willst du nicht haben? Ja, du, ich kann nicht alles sammeln, ich kann mir auch nicht noch Türbeschläge hinpacken. Schade, dass er an der Innenseite abgebrochen ist, ne? Ja. Der hat eine gewisse Ähnlichkeit wie eine Nahkampfspange. Das soll ich. So, na ja, genau, was anderes schön gefunden. Ich habe auch was im Coinpad drin. Ich habe mal wieder eine Musketenkugel gefunden. Hm. Ja, das zeigen wir auch nur aus geschichtlichen Gründen hier. Die Musketenkugel, ja. Also nicht, weil das eine Musketenkugel ist, weil, ja, könnte man vielleicht mit dem Strafgesetz eventuell Probleme kriegen, wenn wir diese Musketenkugel zeigen, weil das ist ja ein Geschoss, war ein Scharfes. Das ist ein Geschoss, aber... Was mal durch einen Lauf getrieben wurde, aber in dem Falle hinten keine Kartuschenmunition beinhaltet. Da das ja eine Luntenschlosspistole ist, ja. In dem Sinne, das Projektil einer Luntenschlosspistole ist ein legaler Gegenstand und auch Luntenschlosspistolen und Luntenschlossgewehre könnte man zu Hause haben und damit sogar legal auf seinem eigenen befriedeten Grundstück schießen. So, dann habe ich hier noch eine Münze gefunden. Hast du auch ein befriedetes Grundstück? Habe ich. Ich bin befriedetes Grundstücksbesitzer. Ah. Ich habe einen Reichspfennig gefunden. Ein sehr schöner Fund. Der war hier im Wald oder was? Ja, auf dem Weg so. Auf dem Weg. Eine sehr schöne verzierte Münze. Ja. Du kannst mal das Ganze, wir könnten ja mal hier aufs Coinpad legen und hier nochmal mit dem Dark Edge Fast Cleaner vom Sonnengänger Shop nochmal besprühen. Wenn der nass ist, sieht man das nämlich vielleicht ein bisschen besser. Naja, der ist ja schön runter, aber... Na, die werden ja nicht so doll runter. Also, sehr gutes Material, aber da müsstest du jetzt ja schon rumreinigen, damit man das wieder alle gut erkennt und das Datum. Ich hätte ja noch eine Jahreszahl jetzt. Oh, da wird er. Da kommt er. Oh ja, guck mal. Oh ja. Also, das ist ja Wahnsinn. Guck dir das an. Der ist von 1892. Na gut. Dann lass uns mal jetzt dieses riesen Objekt hier ausgraben. So, das Ding ist draußen. Da hat sich das von dir ganz schön angestrengt, würde ich sagen. Naja. Und du hebst das mal raus. Mit mehr Licht. Oder? Erstmal meine Hand anziehen. Dann heb ich es jetzt mal raus. Ja, das kannst du doch einfach nicht lang, oder? Och nee, ich sehe schon, was das ist. Ja, ein Benzinkanister. Ein sehr wunderbarer Benzinkanister. Tatsächlich. Ein richtig cooler Benzinkanister. Wahrscheinlich von der ehemaligen Wehrmacht. Hier drin ist Stoff. Nee. Schnipsel. Das riecht so nach Benzin hier. Wirklich? Ja, klar. Das glaube ich nicht. Du musst das auch mal den Zuschauern so verkaufen, dass das hier nach Benzin noch riecht. Wir müssen erstmal erkennen, überhaupt, was das ist. Ja. Mal jetzt kann man es sehen, hier oben an den Griffen. Hm. Hier steht auch noch Wehrmacht drauf. Ja, da Wehrmacht. Genau. 1944. Aber das ist ein kleinerer Kanister, das ist kein großer. Jetzt gucken wir mal, ob da noch was drin liegt. Das ist kein 20 Liter Kanister, das ist ein kleinerer. Ich guck mal, wie sieht das? Können wir vielleicht bloß? Auf jeden Fall fahre ich mit dem Kanister morgen nach Polen und werde erstmal tanken gehen. Sehr schön, viel Spaß. Danke. Was hast du denn? Ich hab doch gesagt, ich hol die Axt raus, wenn du nochmal Abzeichen findest du. Was ist denn das für eine Axt? Das scheint eine alte Axt zu sein. Ja. Hier ist so der Axtnagel noch drin. Wo das Holz, der Stiel sozusagen, mit hier halten wurde und, arretiert wurde, sag ich mal so. Ein sehr schönes Exemplar. Ja. So wie bei einer alten Axt. Wenn du das da drin rau aushöhlerst, ist vielleicht ein Abzeichen drin. Könnte sein. Eine Nahkampfspange vielleicht. Komm, wir wechseln den Spot. Hier liegt nichts. Ich wollte euch einfach nur mal den interessanten Fund hier zeigen. Da handelt es sich dabei um ein Schnüffelstück von einer Gasmaske.
Da steht doch irgendwas drauf. Ich habe die schon mal ein bisschen sauber gebürstet. Da steht drauf 1940, also beziehungsweise eine 40. Das wird, denke ich mal, das Jahr sein. Manchmal steht auch hier was drauf, aber da steht jetzt nichts. Auf jeden Fall sind wir wieder auf den Spuren der deutschen Armee. Mal sehen, was heute noch so kommt. Nächstes interessantes Signal. Super interessant, habe ich so noch nie gefunden. Ich habe hier erstmal so Stoff gehabt, so komische Fasern hier. Seht ihr das? Dann habe ich das hier so aufgeklappt. Und dann kam mir was entgegengeflogen. Da. Ein goldener Russenknopf. In einem richtig guten Zustand. Und der ist da noch dran. Der ist da festgenäht. Und dieser Stoff geht hier weiter. Überall. Könnte eine komplette Jacke oder so sein. Jetzt ist er abgegangen, der Knopf. Oder ist es, das ist noch einer, glaube ich. Ja, das ist noch einer. Hier ist der. Das sind mehrere. Das scheint eine ganze Jacke zu sein. Vielleicht eine russische Uniform. Wir werden es mal ausgraben. Vorsichtig. Und ist eine Jacke oder was? Keine Ahnung, was das ist. Oh, verdammt. Ja, das denkt man so direkt. Oder ein Schal. Oh, guck mal hier. Noch mehr. Ich habe mal ein bisschen was rausgeholt. Könnte ein Schal gewesen sein. Also merkwürdig, dieser Stoff. Und hier, da sind noch mehr Knöpfe dran. Noch einer, hier unten geht's weiter. Aber da sind ja auch keine Knöpfe dran, oder? Nee, nicht mehr, oder? Muss mal rübergehen. Also drei Knöpfe habe ich jetzt. Da ist noch einer drin, ne? Die sehen so golden aus. Ja, das ist dieses oxidierte Alu. Auf jeden Fall eine Menge Stoff ist das. Richtig stabiles Zeug. Aber man kann nicht mehr erkennen, was mal gewesen ist. Ne? So eine Jacke glaube ich nicht. Ein Hemd vielleicht. Ja, wenn keine Jackenknöpfe, das. Wenn ihr wisst oder vorstellen könnt, was das mal gewesen sein könnte, könntet ihr in die Kommentare schreiben. Ich vermute doch eher vielleicht ein Tuch. Aber warum sind denn da Knöpfe dran? Also, und dann hat er sich die selber da rangenäht. Das war eigentlich alles hier. Mehr ist nicht zu sehen. Kannst du mal zeigen? Russischer Uniformknopf, Zweiter Weltkrieg. Partei, die mit Nazis sympathisiert hat. Eine französische Partei, die mit den Nazis sympathisiert hat. Ich habe hier auch gerade Wehrmachtsknöpfe gefunden. Mehrere, das ist, glaube ich, schon die fünften. Fünf, sechs. Schon drei das Stück. Vichy-Money heißt. Also Vichy-Geld. Eine Vichy-Partei. Probier das mal an. Habe ich noch nie gesehen. Eine zwei auf jeden Fall. Zwei Frauen. Weißt du, wer die immer gefunden hat? Der es nicht mehr gibt. Da ist, eigentlich müsste da diese Axt drauf sein. So ein paar Ähren und eine Axt. Da ist irgendein Kopf drauf abgebildet, wie ihr sehen könnt. Ich google die mal schnell, dann kommt da mal ein Bild dazu. Nur zwei. Naja, hier liegen noch ein paar Kleinigkeiten. Das ist ganz interessant. Die ist das. Ist das dein Ernst? Ja. Guck mal, ich dachte, da wäre so eine Axt drauf. Die sind doch nicht so wertvoll, das ist doch Blödsinn. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, in einem Top-Zustand wahrscheinlich. Was sind die denn wert? 800 Euro? Da, die ist sie doch. Ja, das ist die. Da ist sie für 23 Euro drin. Ah, guck mal, da steht unten 1944 drauf. Da steht, ne? Da auch drauf. Da steht also zumindest irgendwas mit 4. Ja, aber die ist das auf jeden Fall. Ein sehr schön. Nee, guck mal, die ist von 1941. Ja, von mir aus auch 41. Die 41er ist ganz viel wert. Die 43 ist viel wert. Ja, die ist eh hin. Aber? Aber gut, dass hier sowas noch liegt. Ja, den größten Spaten. Ich habe meinen goldenen Russenknopf. Naja, der passt nicht auf meinen Spaten. Einfach machen wir jetzt so, oder?
meine. Das sind deine Funde von heute? Ja. Also Rico hat echt ein paar schöne, ich sag mal, viele kleine Münzen noch aus dem hier, Boden gesaugt. Ihr seid auf jeden Fall zusammen. Rico sauft auch immer. Das ist auseinandergebrochen. Rico ist der Münzsauger. Ja. Und wie war das? War das so? Ja, so war das. Ja. Ist da wenigstens was drin? Ja, das Wasser war ja. Also diese Teil hat der Rico gefunden. Das ist auch mal Autani, wir sind über Wasser. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes, interessantes Fundobjekt. Könnte von der Uhr sein. Zeig mal, das ist doch ein Uhrzeiger. Uhrzeiger? Oder Uhrenschlüssel? Nee, das ist ein Uhrzeiger. Das ganz schön groß, ne? Ja, ja. Könnte sein. Da war ja auch das hier dabei. Lag irgendwie in der Nähe. Er hat ihn erwischt, hat er. Ja, Mann. Ich habe Feuer abgekotzt. Ich glaube. Ich habe noch einen großen Schlüssel gefunden. Ja, geil. Ja, und ansonsten sehr viel, na, sehr viel Klimbims heute, ne? Und, ja, diese Schnalle, kleine Aluminiumschnalle, könnte doch militärisch sein. Was ist das? Mehrere Münzen aus dem Kaiserreich mit diesem schönen Adler drauf. Wie sollte das gewesen sein? Auf jeden Fall ist das ein, was macht die? Also der Zustand, ne, von diesen russischen Knöpfen, der ist zumindest von der Vorderseite noch sehr gut. Auch in der Nähe vom Auto gleich. Hat die gelegen. 17.23 Uhr habe ich sie gemacht. Ja, 17.15 hätte ich jetzt gemacht. Ein Pfennig. Oder Pfennig, oder wie die heißen. Schön, jetzt das hier. Ja. Ein Schmuckteil. Das lag bei der französischen Münze mit dabei. Hier ist mein bester Freund. Im gleichen Loch. Das war das geilste Signal heute. Ja, geil. Und der lag einfach tief von der Kette irgendwie. Oh, ey. Das ist eine Spieße von der Kette. Freut mich immer. Das ist eine Spieße von der Kette. Guck doch mal genau hin. Ja, ja, ich denke, oh. Steht hier hinten jetzt was drauf? Das hat der Alex schon gefilmt. Ich zeige euch noch mal kurz. Ja, was könnte das wohl gewesen sein? Was war denn das hier für ein Kaliber? Vogelring, auch eine Kaiserreichsmünze. Ja, und die hatte ich gefunden, den Knopf, wo wir beim ersten Spot waren. So, wer macht da nicht? Ja. Das geht dann raus, ja. Hat einer eine Messingbürste bei? Ich nicht. Das macht ihr nicht, ne? Alles, was, ja. Schraubenschlüssel auch noch mit dabei. Heute. Ach ja, und dann kam noch ein Essgeschirr. Ich denke auch, dass es Wehrmacht ist und auch etwas älter, vielleicht sogar Erster Weltkrieg. So viele schöne Münze da. Mit einem Einschussloch hier, wahrscheinlich. Könnte aber auch einfach nur so kaputt sein. Ja, wo kommt das denn wohl her? Ja, das ist. Alex macht erstmal Essenspause. Ah, ich weiß, was das ist. Wirklich? Du weißt, was das ist? Ja. Was ist es denn? Das ist der Deckel von einem Kompass. Siehst du, waren wir doch richtig. Ich habe auch gerade überlegt, weil Kompass. Das ist hier, ne, zum Hochklappen so. Das war da so ein. Ja, zeig ich mal nochmal her. Ein russischer Kompass. Ja. Und da, wenn du mal vorne auf das Geschriebene guckst, da ist so ein Pfeil auch drauf. Hab ich gerade gesehen. Siehst du das? Ja. Also zumindest würde ich mal googeln nach russischem Kompass. Also ich denke auch. Es ist auf jeden Fall irgendwas Hochwertigeres gewesen. Wo kommt das hin? Oh, hier, guck mal, so ein hier kommt das auch gefunden. Ja. Das hier habe ich gefunden, da war ich mir jetzt nicht sicher. Wer von euch hat die besten Augen? Na, der Alexander. Weil das Ding hat Rillen drauf. Das ist keine normale Unterlegscheibe, siehst du das? Die hat Rillen. Also könnte das ein Kamm gewesen sein? Eine Haarspange, hatte ich gedacht. Ja, aber? Ja? Da sind doch Rillen drauf, oder? Bin ich doof? Ein bisschen, ja. Guck mal. Auf der anderen Seite sind Rillen drauf. Ja, da sind kleine Rillen drauf. Unterlegscheibe. Das wird irgendwas gewesen sein hier, um Draht einzuschrauben oder sowas. Ähnlich hier so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt hier. Ach, ich weiß, was du meinst, um das zu verzwirbeln. Ja, ja. Ja, das ist ein Vogelring. Wir haben ja Leute, die sich extrem gut mit Vögeln auskennen. Oder so. Ja. Den kannte noch keiner, ne? Und zwar haben wir da den Vogelring mit der Nummer 49. Für Deutschland wahrscheinlich. Wer verliert DV denn nicht? 08380. Und dann hast du noch eine kleine 10 drauf. Das ist ein Winterhilfswerk-Abzeichen.
Echt? Zeig mal her. Ja, ist eine Nadel hinten drauf. Hundertprozentig. Winterhilfswerk. Ja. Der Rico hat hier die guten Sachen heute gefunden, sag mal. Ja, ich guck mir an, dass meine Hülse von 36 ist. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist ein Winterhilfswerk. Aber da steht Parkverbot drauf. Ja. Winterhilfswerk, Parkverbot. Na gut. Hier, das ist übrigens die Vichy-Münze. Das ist auch mal... Wenn die in guten Zustand sind. Mhm. Ein sehr schönes Relikt hier. Winter...